Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu Race Room Racing Experience. Und heute am 8.10. kam ein Update raus und das hat uns der WTCC Tourenwagen Championship 2013 gebracht. Und das würde ich euch ganz kurz mal zeigen, was dieses Update so gebracht hat. Wir gehen erstmal auf den Store und wir sehen, dass es unterschiedliche Wagen gibt. Und zwar 5 an der Zahl, also BMW, Chevrolet, Honda Civic, Lada und Seat. Ja, und 3 Strecken, Monza, Suzuka und Hungaro. Dieses ist jetzt noch 77% Ersparnis und das bedeutet, dass es ja 890 Punkte sind. Das sind ungefähr 8,80 Euro. Müsst ihr euch selber überlegen, ob ihr das holt. Aber es ist nicht alles, was neu gekommen ist, sondern ihr könnt auch Autos Probe fahren. Das ist ja so eine Sache. Viele Spieler haben Hunderttausende von Autos, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, und trotzdem nutzt man nicht alle. Und hier möchte man, weil man sagt, das ist ein Free-to-Play-Spiel, einfach die Leute mal ein bisschen ranbringen. Es gibt freie Strecken, aber auch freie Autos, die man aussuchen kann. Aber die Autos, die es bis jetzt gibt oder die man gerne haben möchte, die muss man bezahlen. Ja, muss jeder selber wissen. Man kann auch so Spaß haben mit dem Spiel. Aber wie gesagt, jetzt kann man wenigstens testen, die Autos, die man im Vorfeld fährt, und das finde ich eine super Sache. Das möchte ich jetzt aber nicht gleich zeigen, weil ja, das machen wir irgendwann mal. Ich werde mir aber jetzt dieses Paket holen, da seid ihr jetzt live dabei, dass ich mir dieses Paket kaufe. Und ja, ich möchte es kaufen. Einkauf bestätigt. Was soll das jetzt bedeuten? Maximus hat jetzt dieses Paket, das bedeutet im nächsten Sonntagsrennen, ja, im Besitz. Und natürlich die Strecken, darum sage ich auch immer wieder, die Strecken lieber noch nicht kaufen, wenn irgendwelche Pakete angekündigt sind, weil dann könnten durchaus die Strecken schon verfügbar sein. Jetzt seht ihr, hier sind noch einige Strecken, die ich noch nicht habe. Wenn ich mir jetzt angenommen dieses Paket hier hole, hier Daytona, dann ist auf jeden Fall der Indianapolis Grand Prix dabei, und deswegen sollte man erst die Pakete kaufen und dann vielleicht das Auto oder das Paket. So, ihr könnt immer noch abstimmen, welches Rennen ich als nächstes zeigen soll. Ihr wisst ja, am Freitag ist Deadline und bis jetzt ist Race Room Experience mit dem Porsche oder Roof sehr weit nach vorne gerückt, und das andere wäre auf jeden Fall ja Next Car Game, ne? So, ihr könnt trotzdem noch abstimmen, vielleicht wird dieses Rennen als nächstes mal aufgeführt werden, ne? WTCC Tourenwagen Weltmeisterschaft, ob es dann irgendwann auf 2014 abgedatet wird, wurde ja beim ADAC mal so gesagt, hier ADAC auch Paket 2013, ob das denn für die Leute, die es dann haben, auf 14 abgedatet wird, das weiß ich nicht, oder für einen günstigen Preis. Ja, das soll jetzt aber auch gewesen sein von den kurzen News zu Race Room Racing Experience, dass da ein neues Paket zur Verfügung steht. Ich habe am Wochenende mir mal das erste Mal WTCC angeguckt und war sehr interessant, und ja, vielleicht kommen noch ein paar Strecken dazu, weil 3 ist ein bisschen wenig. Und ja, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde das Spiel auch von der Umsetzung mit dem fahrerischen Feedback etc. richtig genial. Aber dieses Jahr kommt ja noch Project Cars, ne? Darauf freue ich mich natürlich auch. So, mit den Worten möchte ich mich eigentlich verabschieden. Schreibt in den Kommentaren rein, wie ihr das Spiel haltet. Und ja, mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.